Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es das allererste richtige Kochvideo. Und zwar habe ich ein richtig geiles kleines Giveaway bekommen von Little Lunch. Ja, und das sind im Endeffekt Eintöpfe, Suppen und so weiter. Und ich kam auf die Idee, aus der Kategorie Thai Curry hier einfach ein veganes Thai Curry zu machen. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie schnell der Reis fertig ist. Und ja, das werden Leute zusammen machen. Ich zeige euch, wie einfach das ist. Veganes Thai Curry innerhalb von 10 Minuten. Let's go. Ja, als allererstes ganz, ganz simpel, Wasser in den Topf, Reis rein, Reis kochen, Pfanne erhitzen. Hier habe ich Soja geschnetzeltes, das heißt, es ist auch vegan und das ist sozusagen der Chicken-Ersatz. Das Ganze müsst ihr noch ein bisschen würzen, weil es so relativ geschmackslos ist, aber ganz klein angebraten schmeckt das schon ganz nice. Packt ihr das Ganze einfach hier rein. Mit Pfeffer. Yes, da ist das Ganze auch schon fast fertig. Es riecht richtig krass gut. Also ich bin mega positiv überrascht. Das riecht richtig krass auf jeden Fall. Ein bisschen frisches Gemüse noch dazu, das wäre glaube ich ganz nice. Ah, es riecht richtig, richtig nice. Also echt mega positiv überrascht. Ja, checkt das Ganze aus. Jetzt ist es eigentlich fertig. Jetzt mache ich noch den Reis und kipp den Reis dann dazu, rühre alles um, fertig, können wir schon essen. Mega easy, kostet gar keine Zeit. Ihr könnt das super easy, schnell nebenbei irgendwie machen. Die Werte sind auch richtig gut. Also das ganze Ding hier hat 4,6 Gramm Fett, 8,6 Gramm Kohlenhydrate, ist auch noch easy. Und Eiweiß 1,6, klar, hat natürlich nicht viel Eiweiß. Aber es hat einfach allgemein 86 Kalorien. Das ist mega wenig, richtig easy. Mit dem veganen Fleischersatz habt ihr auch super wenig Fette, ein bisschen mehr Kohlenhydrate, aber Protein ist auch am Start. Und dann habt ihr die restlichen Kohlenhydrate einfach mit dem Reis, ganz entspannt. Checkt es ab, Little Lunch. Es gibt noch Chili Sin Carne, Linseneintopf, Little Italy, Little Marokko und Tomatensuppe. Ich denke, Tomatensuppe kannst du wahrscheinlich easy mal selber machen. Aber der Rest ist auf jeden Fall richtig nice, finde ich. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Beim Abspann zeige ich euch noch ganz, wie ich das jetzt zusammenkippe. Und dann war es das auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck mitnehmen, wie das Ganze so aussieht hier bei Little Lunch. Checkt es ab. Vielleicht gefällt es euch auch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.